Der klassisch ausgebildete Gitarrist Markus Reuter und der musikalische Autodidakt Bernd West-Heinrich. Zwei sehr unterschiedliche Charaktere mit der gemeinsamen Passion für elektronische Klänge. Seit 1995 machen sie zusammen Musik. Vor kurzem wurde ihr erstes Album Blast veröffentlicht. Unser Anspruch ist es, das Unhörbare hörbar zu machen. Das bedeutet, dass wir der Musik sowie auch dem Zuhörer die Möglichkeit geben wollen, über die Musik selbst hinauszugehen. Unsere Musik ist Handwerk und wir formen die Musik mit unseren Händen und wünschen uns auch vom Hörer ein Handwerk, bei dem er beim Zuhören die Musik formt. Eine Musik voller Langsamkeit. Klänge, die sich nur bei genauem Zuhören verändern. Für viele hat das mit Natürlichkeit nichts mehr zu tun, sondern steht für eine elektronische Musik ohne Herz und Seele. Das Wort elektronische Musik finde ich also heutzutage sowieso ein bisschen eigenartig, weil es gibt keine Musik, die nicht elektronisch ist. Also sobald ich das Radio anmache, hören wir elektronische Musik. Es ist halt einfach die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Oder das zeichnet halt diese Art von Musik aus. Und ich für meinen Teil kann also sagen, dass es also auf gar keinen Fall ohne Herz und ohne Seele ist, weil wir die Musik ja praktisch selber auch erschaffen. Noch in diesem Jahr wollen Centrozone in Toronto ihr zweites Album aufnehmen. Dann sind auch einige Konzerte geplant. In den USA. Denn dort ist das Interesse an elektronischer Musik aus Deutschland besonders groß.